day I'm shuffling, every day I'm shuffling. Herzlich willkommen zu Let's Test Xonotic. So heißt dieses Spiel. Ich habe gedacht, ich mache es einfach mal so. Nur mal so. Einfach so, ja, so. Um es euch mal zu zeigen, um damit, ob ihr vielleicht sagen wollt, ja, das könntest du auch mal Let's Playen oder ein paar Folgen daraus machen. Ja, Xonotic ist ein bisschen wie Unreal Tournament, ist halt nur irgendwie ein bisschen mehr und auch ein bisschen wirklich anders strukturiert halt. Also, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich werde jetzt wahrscheinlich Einzelspieler und Mehrspieler mal ausprobieren. Im Einzelspieler gibt es dann hier mehrere Level, die man machen kann. Im Moment bin ich bei Level 9, weil ich jetzt schon etwas angespielt habe. Aber ich kann pick up the ball and frag everything that moves. Also auf Deutsch, wir müssen einen Ball anscheinend nehmen und ihn dann irgendwie so wegwerfen. Ja, das Spiel hat auch was mit Future-Shooter, sage ich jetzt mal so. Also ein Science-Fiction-Shooter mit vielen Waffen und ganz viel Zeug so drumrum. Ja, im Mehrspieler ist es eigentlich auch ganz normal. Dominion oder Domination, Team Deathmatch, Capture the Flag, also sowas, was halt Unreal Tournament alles hat. Ich gucke mal, wir müssten jetzt eigentlich gleich auf dem Server sein. Genau, also ich meine jetzt im Einzelspieler. Und ja. Ich gucke einfach mal, wie das bei euch ankommt. Ja, so, jetzt sind wir eigentlich schon drin, ne? Genau, hier sind wir. Und genau, der Sinn besteht darin, alle zu töten. Also eigentlich muss man ja hier einen Ball aufsammeln. Ja, also von der Grafik her muss ich schon sagen, es hat was. Wir müssen jetzt jemanden töten, der den Ball hat. Ja, leider bin ich nur gerade etwas zu inkompetent. Also von den Waffen her gibt es schon wirklich viele. Man hat hier zum Beispiel einerseits die ganz normale Shotgun hier in der Hand, die ich jetzt habe. Dann hat man hier eine etwas so Lasergun. Und halt den Raketenwerfer. So, die Frage ist jetzt, wo sind hier Gegner? Oh, da ist der Ballbesitzer. Okay, da wurde ich umgebracht. So, was haben wir hier? Das sieht doch schon etwas anders aus. Ja, im Moment spiele ich jetzt hier gerade gegen NPCs, was man hier alles einsammeln kann. Oh, jetzt habe ich den Ball. Jetzt muss ich sie alle töten. Jetzt haben wir so eine Art... Ja, quasi, wenn ich jetzt die Leute töte, bekomme ich Punkte. Wenn, weil ich den Ball besetze. Jetzt so, wurde ich ganz schön fett geschlagen und da liegt auch noch der Ball. Also das Spiel hat was. Es läuft jetzt wahrscheinlich gerade nicht so ganz originell, aber... Man kann... Alter! Fickt euch doch. Im Moment spiele ich noch mit, Leute, warum stehen da alle? Sind die irgendwie so dumm? Naja. Also im Moment bin ich jetzt auch nicht so der Beste. Oh Mann! One Zone. Also das Spiel kann man auf Englisch spielen, das ist ganz normal. Oh Junge. Alter Mann! Also ja, im Moment sieht es schon ganz witzig aus. Also das Spiel hat was. Also man. Es macht schon wirklich Spaß zu spielen. Es ist jetzt halt ein bisschen anders. Also ja, was kann man noch zum Hut sagen? Und längst ist natürlich unser Leben. Man kann hier noch auch Armor. Oh, was ist das denn? Das ist eine Sniper. Genau, damit könnte ich jetzt snipen, aber. Oh! Das mache ich jetzt nicht! Das ist der Ball. Nein! Pisser! Rollon! Drecksau! Was haben wir hier? Welche Munition? Alter! Geht wohl ab, Mann. Ja, das Grüne hier ist Rüstung. Das sieht man jetzt auch unten rechts. 10 Rüstung. Warum sind die alle eigentlich alle gelb? So weiß. So, was ist der Ballbesitzer? Da hinten ist irgendwo der Ballbesitzer. Ja, schwing jetzt einfach hier meinen Schläger und um zu wissen, dass ich drauf gehe. Oh! Jawohl, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich auch seine geile Waffe. Will einfach nur die Leute töten. Dafür musste ich sie mal treffen, aber da die so rektig sich rumbewegen, sehe ich nicht viel. Ich gehe mal ein bisschen da, wo mehr Platz ist. So. Da habe ich schon einen. Oh, Junge.
Na komm. Ja, einer ist tot. Ich ziehe eigentlich auch eine andere Waffe mal haben. Ja, die ist schon besser. Wo sind die Leute? Also Musik ist auch gut. Ja, jetzt habe ich 6 Punkte, das sieht man jetzt oben rechts. Dann ist da noch die Zeit. 3:44 spielen wir schon. Kann ich auch gut gucken, wie lange die Aufnahme dauert und so. Oh! Also, es gibt natürlich noch andere Spielmodus, Modi, genau, Modi heißt es. Zum Beispiel muss man bestimmte Kontrollpunkte einnehmen, um damit und dann Leute töten. Also Kontrollpunkte einnehmen, bis zur Base vorkämpfen von den Feinden und die dann auch einnehmen. Dann gibt es auch sowas wie, man muss alle Schlüssel sammeln, das heißt, jeder Spieler hat einen Schlüssel. Oh, lol. Ja. Es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen zu diesem Spiel. Also es macht schon Spaß. Es ist nur eine kleine Abwechslung. So, I picked up the ball und jetzt muss ich einfach nur Spieler töten. Dann kriege ich nämlich Punkte und bis wir 10 haben, haben wir glaube ich gewonnen. Oder 15. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall warten wir jetzt hier einfach mal chillig auf die Leute. Und da töten wir sie alle fleißig. Okay, es geht doch wirklich bis, boah, leck. Entschuldigung. Also es geht bis 15 halt. Ihr Leute, ihr wisst schon, dass ich den Ball hab, hä? Ne? Ne? Da kann ich auch hier mein Ding ins schwingen und dann hätten wir eigentlich schon gewonnen. Das war eigentlich schon alles. Jetzt gehen wir mal wieder ins Hauptmenü. Können wir das irgendwie sofort starten? X. Genau, und dann in den Mehrspieler. Und dann gucken wir uns da mal an, was denn da so frei ist. Wie wär's denn mit dem Sonat? Lol. Okay. Ladebildschirm. Ich weiß nicht, wie man irgendwie da raus kann hier. Hier kann ich auch irgendwie raus. Ne, doch nicht. Puh. Auf jeden Fall für total beklopptes System. Halt immer muss jetzt Escape drücken, dann ist man quasi in so einem Zwischenmenü. Aber das Spiel läuft halt noch. Bisschen geile Musik. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal auf einen Server, der mindestens einigermaßen gut läuft. Aber von der Ping her sind die alle ziemlich hoch, weil ich auch währenddessen noch uploade. Ja. Jetzt gehen wir mal einfach auf den untersten hier. Oh, da sind nur Leute drauf. Da soll ein bisschen Action sein. Hier, 6 von 16. Verbinde ich jetzt einfach mal. Nein, nicht. Okay. Dann halt nicht. Na. Ja. Also normalerweise müsste ich ja eigentlich da drauf kommen, aber ja. Geht halt schlecht. Ja, was gibt's denn da noch? It's a race. So run as fast as you can. You can try to boost yourself. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das mal. Ne? Das wäre nochmal was. Und ja. Okay, wir müssen rennen. Und dann gibt's hier irgendwie so ein Rennen oder was? Okay, ein Rennen. Interessant. Gibt's auch mal. Es ist auch mal was. Wo muss ich denn lang? Ja, keine Ahnung. Okay. Interessant. Checkpoint. Also ich muss immer zum Checkpoint, oder was? Ja, muss ich anscheinend. Also immer schön laufen, laufen, laufen. Keine Ahnung, was der Sinn jetzt da soll. Ich weiß es nicht. Interessant. Ah ja. Ja. Genau. Also irgendwie 5-mal rennen oder was? Schon immer irgendwie besser sein als der und der. Nein!
mich. Ah ja, auf jeden Fall, ja. Man sieht's auch schon, es gibt mehrere... Das gibt's ja nicht! Es gibt hier anscheinend mehrere... Modi. Ja. Ist halt doof, weil ich jetzt zu Alarm bin wahrscheinlich. Ja, rennen halt. Kann man nicht viel sagen. Irgendwann hat es ja mal ein Ende. Ziel. Ja. Jetzt muss ich das nochmal machen oder so. So lange, bis ich halt die Zeit erreicht habe. Interessant. 50 km/h, das ist ja ganz schnell. Ich hatte nie gedacht, dass ein Mensch 50 km/h bin. Vielleicht bin ich auch kein Mensch. 50 km/h rennt, wollte ich sagen. Verdammt, da hoch. Okay, wir sind ziemlich lahm. Immer noch nicht geschafft, oder was? Was soll das? Ein bisschen schneller sein. Ach, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Das ist irgendwie asozial. Obwohl, das könnten wir alles noch hinkriegen, aber es ist... wow, es ist der Wahnsinn, was dieses Spiel kann. Und ich krieg's nicht hin. Naja, leckt mich. Ich hoffe, das war ein kleines Let's Show von diesem Ding hier. Wahrscheinlich im zweiten Teil werden wir Multiplayer spielen. Das war vielleicht jetzt der erste. Deswegen bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.